Hallo meine Damen und Herren, zu einem neuen Part meines FIFA 12 Let's Plays. Es begrüßt euch ein leicht frequentierter, oder na sagen wir stark frequentierter Goalie 1, beziehungsweise Alex. Aufgrund dessen, dass ich jetzt gerade 3 Stunden am Stück Biologie gelernt habe, habe ich jetzt einen Kopf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, meine Augen haben sich einfach nur auf den kleinen Abstand zwischen Blatt und Auge fixiert und boah, oh mein Gott, das ist schlimm. Na egal, ich habe jetzt schon mal auf, ne, schon 15 Seiten auf 4 Seiten zusammengefasst, also naja, was soll's. Wir stehen vor der Partie gegen Werder Bremen und es gibt eigentlich kaum was anzumerken, außer dass Lavezzi die weg ist. Natürlich haben wir dafür direkt einen neuen im Angriff. Quatsch, nicht im Angriff. Wir haben direkt einen neuen, den wir verpflichten wollen, so rum. Aber bis dahin müssen wir jetzt erstmal auf den Transfermarkt gehen, glaube ich. Habe ich da schon was gemacht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Habe ich schon vergessen. Nein, Rosati, nein. Dann haben wir noch nichts gemacht. Dann gehen wir mal Spieler kaufen und suchen uns mal wieder unseren Stürmer raus. Position, Angriff, 85er Maximalwert. Sekundäres Attribut kann man da eigentlich auch. Nein, kann man anscheinend nicht. Nein, 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 nein. Hallo, wie viel sollen da noch kommen? Ah, Gesamt. Also nichts. Nein, ich will da nichts. Gesamt, so, gut. Auf Liste, nein, natürlich nicht. Dann gehen wir auf Spiel. Nee, Spielalter brauchen wir nicht, aber wir brauchen. Nein, sonst brauchen wir gar nichts. Genau. Egal. Ich bin doof. Nee. Auch nicht. Was haben wir denn da? So, die jüngsten. Nein, Neymar brauchen wir nicht. Alexandre Seydou Doumbia. Der wäre ganz gut, wurde mir auch empfohlen. Der ist aber auch schnell, ja. Kompletter Angreifer. Im Vergleich zu Veliton, den ich kaufen wollte. Oh. 99er Ausdauer. Heftig. Beide gleich gut. Der ist sogar noch jünger, der Doumbia. Mal mit welchem Fuß? Beide rechts. Mittel, mittel. Hier auch gut vergleichbar. Dribbling viel besser. Oh mein Gott, ich glaube, ich kaufe mir diesen Doumbia. Wo spielt denn der? Uzka. Uzka. Egal. Den werden wir uns holen. Wir bieten mal 25 Millionen. Nein. Boah, 925 Millionen, ja. Erstmal 23 Millionen bieten. Bin mich mal gespannt, was sich da so ergibt. Dann suchen wir noch nach jemandem, der eher ein Nachwuchstalent ist. Boah, was rede ich denn heute? El Charavi wollten wir natürlich auch noch kaufen, aber das geht erst. Hat Cristiano Ronaldo 792 rausgefunden am 25. bzw. 26. August. Da ich dort mit Bayern damals noch den Spieler gekauft habe, also danke an dich, dass du das rausgefunden hast. Der hat sich eine Dreiviertelstunde Mühe gemacht, um das rauszusuchen, wann ich den verpflichtet habe. Deswegen ein Dank an dich. Nein, bis 23 ist wahrscheinlich ein bisschen unlogisch. Lucas Piazon haben wir da, aber den brauchen wir nicht nochmal. Nein, danke, den will ich nicht nochmal haben. Auch wenn er sich gut entwickelt, aber den muss man dann ja einsetzen. Das kriege ich hier beileibe nicht hin. Deswegen brauchen wir da ein bisschen besseren. Frederik Gulbrandsen. Natürlich. Kuma Babacar. Alex Schalk. Ist das ein Deutscher? Nee, Niederlande. Ja. Richmond Bouakchi. Ach so, wartet mal kurz. Oh. Ich hab doch meine Liste. Wir haben da jetzt mittlerweile so eine Liste, ne? Gehen wir mal kurz schauen. Also ich habe mir eine Liste aufgestellt mit Spielern, die von euch empfohlen wurden. Also ich gehe sie mal alle so durch. Fangen wir an. Marchisio, was auch immer der ist. Hazard, Alaba, Jovetic, Young, Coentrao, aber nicht der Fabio Coentrao, sondern jemand anders. Dann Bruma, Paolo De Ceglie, Sven Bender, Redmond und So. Und wir werden jetzt erstmal hier noch kurz gucken, ob hier einer dabei ist. Romelu Lukaku, der ist mir zu teuer. Eric Torres.
Ja, ist auch ganz gut. Aber der hat ja einen geilen Gesichtsausdruck. Eric Torres. Powerkopfball, nee. Also, wie gesagt, dann machen wir alles zurücksetzen und suchen mal nach einem Nachnamen. Und dann fangen wir an mit wem fangen wir an? Mit So, nee, Redmond. Redmond, genau. Gut, den machen wir als erstes. Suche starten. Welcher war das jetzt? Dieser hier, rechtes Mittelfeld. Der soll sau gut sein, angeblich. Angeblich, ich weiß das nicht. Ja. Ja, Flair, Distanzschütze. Als Nachwuchsspieler gar nicht mal so schlecht. Werden wir mal schauen, was sich da so machen lässt. 2,2 Millionen, mehr will ich erstmal nicht bieten. Dann gehen wir zum nächsten Nachnamen. Was holen wir denn diesmal? Paolo De Ceglie, von dem habe ich noch nie was gehört. Deswegen schaue ich mir den mal gerade an. De Ceglie. Aha. Ah, gut, der ist jetzt schon gut alt. Aber er ist gut. Na, das damit da. Ach Quatsch, den kann ich ja. Den kann ich ja. Nein, jetzt haben die den weg. Nein. Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich nochmal suchen. Chicli. So. Nochmal suchen. Dann werde ich den wenigstens mal auf meine Liste machen. Und dann gehen wir jetzt schön wieder auf den Namen. Suchen den nächsten. Das war zum Beispiel mal Marchisio. So. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, mache ich. Ach, das ist ja noch so einer von Juventus. Der ist aber auch schon so teuer. Ah. Nee, nicht das da. So, dann gehen wir auf den nächsten Namen. Was holen wir denn diesmal noch? Hazard ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu teuer. Gehen wir trotzdem mal schauen. Ach, was mache ich denn? Suche starten. Eden Hazard. Wer ist das denn? 33 Millionen. Ne, ist ein bisschen zu viel. Den brauche ich auch eigentlich gar nicht. Dann, was haben wir noch? Dieser Jovetic, ne, den brauche ich glaube ich auch nicht. Dann gehen wir mal nach Coentrao schauen. Coentrao. Gibt's keinen, oder fehlen wahrscheinlich die Accents, oder wie man die Dinger nennen soll. Trao, machen wir einfach mal Trao. Jetzt kommt bestimmt noch Traoré und was weiß ich noch alles. Ja, natürlich. Musa. Traoré. Da kommt jetzt nur Traoré. Ach, warum wohl? Die findet man doch nie im Leben. Co-N. Machen wir mal Co-N. Gibt es bestimmt auch keinen da. Hier Fabio Coentrao. Eieiei, ist das kompliziert. Na, ist jetzt erstmal egal. Dann schauen wir halt zum nächsten. Alaba. Das wäre eine gute Verpflichtung vom FC Bayern. Hatten wir ja letztes Jahr auch. 10 Millionen. Das wäre eine richtig gute Verpflichtung. 10 Millionen bieten wir denen auch mal an. Und ansonsten. Nächster Part. Ach Quatsch, nächster Name. Sven Bender. Und dann hätten wir hier noch So. Oder Sof. Oder wie man auch immer das reden soll. So. Und Miyashi habe ich noch. Musa So, oh, der ist schon gut. Ne, der ist schon zu alt. Der ist schon zu alt. Dann gehen wir noch diesen Miyashi suchen. Miyashi, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das Y vorne dran war oder das I. Nein, dann muss ich wohl anders suchen. Nach Miyashi. So. Kommt jetzt was? Auch nicht. Das kann doch nicht sein. Dann suchen wir mal nach Aschi. Aschi. Da gibt's ja gar keinen. Was soll das? Nochmal genauer schauen. Na gut, mit diesem Yashi muss ich mal nochmal schauen, wie der heißt. Der Name, den habe ich anscheinend falsch aufgeschrieben. Mi? Oder gibt's auch nur Miyashi?
Nein, nicht Miyagi. Was ich hier immer eingebe, das gibt's doch nicht. Oh. Schauen wir mal noch so. Miyashi. Auch nicht, also lassen wir es. Ansonsten, was haben wir noch auf der Liste? Coentrao haben wir schon mal geschaut. Jovetic. Dann schauen wir mal noch nach Sven Bender, den kennen wir ja. Oh, Bender. Und dann sonst noch Maximilian Beister vielleicht. Sven Bender, Lars Bender. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. MMM. Dann jetzt noch Beister. Beister. Schauen wir mal, wie der sich schon entwickelt hat. 76 ist er schon. Das ist ja saugut. Aber nur zwei in Spezialbewegungen. Na gut, dann brauchen wir den erst recht nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann schauen wir mal noch nach sonstigen Talenten aus Deutschland. Oder sonst woher. 80. Dann, was können wir da machen? Es geht darum, dass er über die Außen schnell ist. Dann wären wir wohl am besten. Wo ist denn das? Mensch. Sein Dreck. Sprint-Tempo ansetzen. So. Gehen wir mal so bei 90. Ne, 85. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Dann gibt es ja noch Skill-Ups. So, ach Quatsch, Namen brauchen wir nicht. Aber Spieleralter. Sagen wir mal so bis 22. Suchen. Da sind gute dabei. Munjain, der hat sich ja nie entwickelt. Komischerweise. Er wurde oft eingesetzt, meiner Meinung nach. Natürlich sollte der auch noch Mittelfeld sein. Nein, Alter. Alex Oxlade. Oh Gott. Oxlade Chamberlain. Natürlich. Leonardo Bittencourt. Den habe ich auch. Von dem habe ich schon gehört. Der soll anscheinend richtig gut sein. Also so in echt, meine ich jetzt. Schwacher Fuß 5. Das ist ja heftig. Und der Ross Barkley. Edgar Sully. Da ist er doch, Rio Miyashi. Oh, Miyashi. Oh, da habe ich mich falsch dran erinnert. Miyashi. Dann, der scheint ja richtig gut zu sein. Werde ich mir mal auf die Liste schreiben. Valon Berisha. Konstantinos Fortunis. Munjain. Moritz Leitner. Kommen wir noch auf der auch. Ach so, dann haben wir noch den einen von, wie heißt denn der von, ach Gott, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Da haben wir noch ein paar gute, Marco Reus, Wellington Nem, Thomas Oar, Thomas Trage, Geraldo, da Davy Propper, warte, wie hieß der denn? Borja Garcia. Dann gehen wir mal alles zurücksetzen. Ortega, genau, der von Bayer Leverkusen, Ortega. Der war richtig klasse, der Kerl. Hier, Michel Ortega. Ist der das? Schauen wir mal. Ja, das ist er. Der ist eigentlich ganz schnell und so. Hat zwar keine gute Stärke und Ausdauer, aber schaut euch das mal an. 5 Sterne. 5-Star-Skills. Aber ist verletzungsanfällig. Den werde ich mal so holen. Der ist gar nicht mal so teuer. Kann man ja mal versuchen. Gut, ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts mehr vor. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle speichern und den Part beenden. Ist ja jetzt doch ein bisschen länger geworden, das mit den Transfers. Dann sehen wir die Partie gegen Werder Bremen im nächsten Part. Dann sehen wir uns auch im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Auf Wiedersehen und tschüss.